So, meine Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon X Edition. Wir waren im letzten Part auf Route 7 und 6, haben dort alle Items und alle Gegner platt gemacht. Die Items, die ich vergessen habe, habe ich offscreen geholt. Das war ein Paraheiler, glaube ich, noch. Und ein Supertrank oder Nonstop irgendwas. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall habe ich da noch alles abgeklappert. Und ja, sonst haben wir noch ein Relaxo geweckt mit Hilfe der Pokéflöte, die wir im letzten Part auch geholt haben. Im Magnus Opus Palast, oder wie es auch immer hieß. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben wir dort ein wunderschönes Feuerwerk noch gesehen im Palast und werden jetzt weitermachen. Wir haben das Relaxo noch im Team, deswegen, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Relaxo ist eigentlich ein richtiges Monster, physisch ausgelegt mit sehr bombigen Attacken später. Ihr seht schon, der Angriff triumphiert über alles, genau wie die Verteidigung und die KP. Leider haben wir ein scheiß Wesen bekommen. Spezialangriff Plus und Init Minus sind zwei Sachen, die nicht so toll sind, muss ich ehrlich sagen. Damit bin ich echt nicht zufrieden. Deswegen kommt es leider auch nicht ins Team, obwohl ich will auch gar nicht so viel Pokémon aus Kanto ins Team nehmen eigentlich, weil das meiner Ansicht nach schon... Keine Ahnung, wir spielen die neue Edition, da will ich auch die neuen Pokémon eigentlich im Team haben, weil das ist doch viel interessanter und viel besser ist auch eigentlich. Deswegen, nehme ich eigentlich auf? Moment, kurz Kontrolle. Ja, ich nehme auf, alles klar. Hi, ich bin hier und so. Deswegen, auf jeden Fall, was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben Pokémon entwickelt und jetzt werden wir weitermachen. Deswegen, ich freue mich schon wie ein frisch paniertes Schnitzel, wie ich es immer so gern sage, auf die weiteren Parts. So, wir skaten hier ganz chillig vanillig mit unseren Roller Skates. Deswegen, oh, das ist immer noch mit das Geilste, ey. Ich finde das voll geil. So, Route 7 sind wir und was haben wir hier? Die Pension oder was ist das? Sieht irgendwie so aus, ne? So Pensionsteil, also zwei Pokémon draußen. Pokémon-Pension, hier sind Pokémon in guten Händen. In Pedo-Händen wohl eher. In alten, schrumpeligen Händen. Hey, Monsieur Selbst, Ravato Tomato meinte, er würde gerne die Pokémon-Pension sehen. Er will nur die Pedos sehen. Gehen wir zusammen hinein. Okay, gucken wir uns die mal an. Also, sind gar keine Pedos drinne? Oh Mann, das ist schade. Ich mochte die Pedos immer. Die haben sich immer gut um mich gekümmert. Ja. Hier kümmert man sich mit Freude um deine Pokémon. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. So ist das. Du kannst gerne bis zu zwei Pokémon uns in Pflege geben. Die es dann miteinander treiben und sowas. Aber genau, wir müssen doch ein Schutzgeld geben, damit wir... Obwohl, nee, wir wollen ja Kinder haben, ne? Ach, aus so einem Ei kann irgendwann ein Pokémon raus? Oh, das sollte ich vielleicht gleich mal mein Pokémon hier lassen. Ah, mehrere gleich. Pokémon mit identischen Tanzmoves. Da eröffnet sich ja mir eine ganz neue Choreografie-Möglichkeit, genau. Möchtest du welche hier lassen, Mr. Zed? Ein andermal. Ich habe zurzeit coole Pokémon bei mir und die anderen sind alle auf der Box. Deswegen, lass mal stecken. Und ich will unbedingt zum Friseur. Ich sehe immer noch schrecklich aus. Ey. Das sieht total kacke aus. Viele haben auch gesagt, nochmal Dankeschön erstmal. Genau, erstmal Dankeschön an euch. Dass man sich im Pokécenter umziehen kann. Das werden wir erstmal machen. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, wir haben noch ein paar andere Klamotten dabei. Außer diese komische Jacke, weil... Obwohl, gerade zum Winter- oder Herbststyle ist so eine Radlerjacke eigentlich ziemlich geil. Wie ich bei Animal Crossing anhabe. Ist voll geil. Okay, wo sind wir denn? Hier kann man das umziehen, habt ihr gesagt. Herzlich willkommen. Attacken. Oh, nein, das wollte ich nicht. Nein. Nein. Nein, 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 no, no, ich will keinen Fernsehreport über Attacken sehen. Wie lange läuft das, Alter? Ist das eine Dauerwerbesendung ohne Werbung? Nein! Danke, hier kann man mich rein, habt ihr mir gesagt. Fett ausziehen. Im Pokécenter einfach ausziehen, genau. Umziehen will ich. Sieht das jetzt fresh aus? Hä? Sieht genauso aus wie vorher. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Sieht aus wie vorher. Ich will noch mal rein. Hallo, verarsch mich nicht, Spiel. Trägst du gerade? Achso, jetzt habe ich sie an. Jetzt habe ich eine andere Mütze auf, weil das geht ja auch nicht, wenn die ganze Standard hier rumläuft. Das ist sie. Ja, die sieht doch schon viel lebendiger aus. Okay, nehme ich. Gut, mehr haben wir noch gar nicht gekauft, glaube ich, von daher passt das. Ja, das sieht doch schon viel trendiger aus, oder? Deswegen, die Haare sind noch scheiße, ich weiß. Am liebsten hätte ich sie so gelassen, wie sie waren, ey. So über die Mütze, so unter der Mütze so. Deswegen, das war schon echt chillig, aber nein, nein, nein. Ich muss alles zerstören. Voll doof. So, Promenade sind wir jetzt auf der Reverse-Promenade, heißt es. Ja, hier ist die Pension, hier können wir Pokémon da lassen. Ich find's geil. Moment, eins setze ich mal da, um was zu gucken. Ich pack mal recht Relaxo da rein, das wird, glaube ich, passen, meiner Ansicht nach. Pop Angel, du wirst jetzt zu den Pedos geschickt, die keine Pedos sind. Passt schon. Oh nein, ich will nichts ablegen, ich will was mitnehmen. Bewegen. Ich mache immer bewegen, weil da kann man immer ablegen und alles gleichzeitig. Das ist viel cooler. Bewegen. Nein, Glutexo soll bei mir im Team bleiben. Glutexo ist mich toll. Deswegen. Dann gucke ich gleich mal, wie sich das jetzt verhält. Ob es das... Das war nämlich damals das Geilste überhaupt bei Pokémon Kristall, Gold und Silber, dass man die Pokémon draußen gesehen hat. Deswegen, ich hoffe, das geht hier auch wieder. Komm schon bitte, Alter. Bitte!
Es ist zwar nicht viel, aber allein sowas finde ich schon wieder toll, ey. Weil das wieder, das ist, keine Ahnung, das finde ich toll. Ich will das jetzt sehen. Nein, ich will kein zweites. Ich will nur Paul Benjamin. Komm, bitte, 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 bitte. Oh, nee. Leider nicht. Schade. Wäre geil gewesen, wenn, aber hey. Leider nicht. Egal. Willst du nicht kämpfen hier? Achso, ein bisschen aufpassen, was? Schön, dich zu sehen. Dein Paul Benjamin geht's ganz gut. Alles klar. Chill dein Leben. Hey, hier ist doch, hier ist Dicky. Dicky, der Dicky. Was hat er hier vor? Will er Pokémon hier fangen? Ich auch. Was gibt's hier denn? Was ist das denn? Flauschling, ist das pussig? Oh, ist der sweet. Das ist voll der Yeti. Den will ich aber nicht. Oder was ist das für ein Typ überhaupt? Ich mach mal Walzer. Nein, das ist er instant tot. Ja, weil ich diese tote Walze. Man kennt auch Crispy Attack. Was ist das denn? Oh, er ist musikalisch. Ein musikalisches, flauschiges Pokémon. Ist das knuffig? Aber es wird ja sterben durch Walzer. Ist voll doof, ey. Kameraden, irgendwas war das doch, ne? Ja, irgendwie, ich weiß auf jeden Fall, wie die Attacke, was die Attacke macht. Auf jeden Fall macht sie den Angriff runter. Das weiß ich jetzt auch. Schön, ey. Und Trugträne. Fang nicht an zu heulen. Alter, das Szene, voller Vampir, ey. Aber das ist voll süß, wie es mit der Zunge so raushängt und so, ey. So, jetzt mach es Matt auch tot mit Walzer. Bams. Auf jeden Fall ist es auf keinen Fall Feuer. Obwohl, es kann noch zwei Typen haben. Von daher kann ich das alles gar nicht ausschließen. Ich kann gar nichts ausschließen bei dieser Edition. Aber es gibt hier neue Pokes auf jeden Fall. Das finde ich toll. Was machst du hier eigentlich, Dicky? Hey, Mr. Zero, hast du einen Dummiesel gefangen? Nein. Warum? Was brauche ich mit einem Dummiesel denn? Ich habe jetzt gesehen schon mal, ja. Aber. Elomise, oh nee. Und die Pokémon haben andere Rufe als damals. Kann das sein, dass sie so ein bisschen verzerrt sind oder so? Das könnt ihr mir gerne mal in die Comics schreiben, wenn das bei euch auch so ist. Oder ist das nur wegen meiner Capture-Karte jetzt? Ich glaube aber nicht. Weil den Sound hört man eigentlich ziemlich gut, deswegen. Aber ich find's cool. Jemand hat mir auch geschrieben, dass in unterschiedlichen Blumen unterschiedliche Pokémon drin sind. Und ich finde es auch ganz gut, dass es immer Blumen sind und nicht nur Grasbüschel und sowas. Das ist mal was Neues einfach. Irgendwas Freshes einfach. Das finde ich voll toll. Pikulente! Ist kein neues, aber ist cool. Pikulente ist cool. Es wird am Ende so ein Schwan werden. Das ist auch voll putzig, aber will ich auch nicht. Deswegen heute wird eine ziemliche Random-Folge. Wir werden uns heute ein bisschen viele Routen angucken, glaube ich. Ein paar Pokémons angucken. Weil ich bin schon sehr gespannt, wie das alles laufen wird. Ich kann euch auch das Pokémon Amy mal zeigen. Auf jeden Fall, das ist männliches, glaube ich. Das steht anders, oder? Ja, nee, ist weibliches. Ich habe schon Halluzination. Gut, ich kann euch das mal kurz zeigen. Da müsste ich aber, glaube ich, einen Touchscreen einblenden. Aber hey, mache ich gerne. Und zwar ist das hier. Spielen! Jetzt können wir unser Pokémon spielen. Ja, aber es schläft. Nein, wach auf! Hallo, aufwachen. Der hat keinen Bock auf mich. Okay, dann machen wir doch kein Pokémon, Amy. Riolu ist eingeschlafen. Riolu ist YOLO. Nee, ich wechsle mal das Pokémon. Nehmen wir mal Glutexo. Glutexo ist auch cool, glaube ich. Und spielen. So. Ich will euch mal ganz kurz zeigen, deswegen. Ich glaube, am unteren Bildschirm könnt ihr das jetzt sehen. Deswegen habt ihr so einen Glutexo jetzt hier. Oh, jetzt habe ich ihn geschlagen, oder was? Oh, Streicheleinheiten. Oh, ja. Streicheleinheiten. Oh, da mag Daki das. Oh, jetzt ist er glücklich. Oder gekommen? Ich weiß es nicht. Wir können auch Kuchen geben. Wie wär's mit Schokolade? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja, fein. Ja, lecker, lecker, ne? Oh, das ist voll putzig. Ich mag das. Jetzt gibt's nochmal hier. Oh, schön mit Kirsche. Gesund ist das. Magst du das? Oh, er liebt es. Wer ist der Geilste? Wer ist der Geilste? Wer ist der Geilste? Wer ist der Geilste? Ja, ich, ne? Oh, ja. Guck mal, hier oben meinte er. Ah, ganz okay. Aber hier unten? Oh, ja. Yeah. Was ein Genuss. Okay. Es ist glücklich. Was hat das denn? Zwinkert. Zwinker mit dem linken Auge. Schmunzeln. Ist der süß, ey. Dreh deinen Kopf nach rechts, öffne den Mund. Oh, ist das sweet. Oh, scheiße, jetzt muss ich nachmachen, oder was? Oh nein, tut mir leid, Kleiner, tut mir so leid. Kriegst du einen Keks, ey. Das sieht irgendwie gesund aus, ich glaube, das magst du nicht. Lass dir was so fallen. Sweet, ey. Magst du das? Ja, das mag, aber nicht so ganz so sehr. Egal, wir hauen erstmal ab. Deswegen, das ist ähnlich wie Nintendox so ein bisschen. Ich find's ganz süß eigentlich. So kann man ein bisschen die Zuneigung zum Pokémon aufbauen und keine Ahnung, ist schon sweet. Deswegen. Was finden wir noch hier? Nochmal Elomise. Ich glaube, sonst gibt's hier nichts Großartiges. Dann werden wir weitergehen, glaube ich. Wir wollen ein bisschen weiterkommen, deswegen ein bisschen weiter mit der Story und alles Mögliche. Wir wollen uns die ganze Zeit hier bei Routen aufhalten und bei Pokémon Amy und alles. Das ist ein nettes kleines Feature. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Würde mich interessieren. Ey, hier ist Picasso!
Ein hitziger Kampf wäre jetzt genau das Richtige, um meine Gefühle zum Kochen zu bringen. Nicht zum Malen? Okay, dann bist du auch Koch. Ey, das ist eine Lady, Künstlerin, wer ist das? Chihiro? Chihiros Reise in Zauberland. Das war ein cooler Film, den mochte ich voll gerne damals. Farbigel, passt voll, ey, finde ich gut. Und sieht schon mit seinen kurzen Haaren immer noch, das ist voll hässlich. Ich glaube, ich würde Offski mal zum Friseur laufen oder so, weil es geht ja gar nicht klar, wie hässlich ich gerade aussehe. Trankenhieb. Bäm, Schelle links, Schelle rechts und dann liegt das Farbigel gleich. Glut, oh oh, burn. Das ist nicht so geil, da machst du mit Feuer unterm Hintern. Deswegen mal kurz einen Runken, nochmal, dann liegt das Farbigel auch. Sollten wir auf jeden Fall Level 20 sein. Ich glaube, ich sollte mal andere Pokes auch wieder trainieren, glaube ich, oder? Ja, Riolo muss auf jeden Fall wieder trainiert werden. Level 20 für Matt. Matt ist fett. Und deine Werte sind auch gar nicht mal so schlecht. Nadelrakete, okay. Viele haben mir schon, beziehungsweise einer hat mir, glaube ich, in den Kommentaren schon gespoilert, was eine weiterentwickelte Form, Matt bekommt. Also vom Typen her habt ihr mir den gespoilert. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber bitte unterlasst sowas nächstes Mal. Deswegen, das fand ich jetzt nicht so toll. Deswegen, dermaßen geschwitzt habe ich bei meinem Pokémon-Kampf schon lange nicht mehr. Du hast pinke Schwitze an deinem Arm und im Gesicht und... Nein, das ist nur Farbe zum Glück. Deswegen, also... ich fand's ja ganz süß von euch, dass ihr so gesagt habt. Da hat einer so geschrieben, ja, hier alle Starter-Pokémon haben die Typen und... Ja, da war auch leider der... Pflanzen dabei. Aber ist egal. Werde ich mit leben können, deswegen. Pflanze-Kampf wird am Ende Igamaru werden, beziehungsweise unser gutes Igastanisch. Finde ich immer noch cool den Namen. Egal. Deswegen ist es so. Kampf, das ist auch ein geiler Typ, ey. Kampf, Kampfpflanze? Ja, ist geil. Ich werde mal ihn hier trainieren. Luis Luel hat nur noch 1 KP und ist immer noch mal Gift da am Rumverrecken. Das haben wir auch im Trailer gesehen, diese Szene. Das sieht auch geil aus. Mal kurz einen Thumbnail hier machen, so. Ey, läufst mir vor der Linse hier, du Dicker, was will das? Na, ich hab noch keinen Dummiesel gefangen. Oh Mann. Läuft er mir vor die Linse. Ich hoffe, ich kann da ein schönes Screenshot rausmachen. Hä? Warum hat die denn eine blaue Blume jetzt? Ist das ein Shiny? Nee, oder? Oder hat das Ding auf jeder anderen Blume eine andere Farbe? Oh, das wäre sweet. Das wäre geil. Aber warum hat die dann auf einer pinken Blume blau? Hä? Das raff ich nicht. Da ist ein Doppelkampf noch, den werden wir auch gleich noch machen. Allgemein hat das Spiel sehr wenig Doppelkämpfe. Finde ich so doof, deswegen. Doppelkämpfe sorgen immer für Schwung und sowas. Obwohl, es soll noch nicht zu oft kommen, glaube ich, ne? Hat sie wieder blau. Blau. Blau und schlau. Wir haben blau und schlau gelöst. Egal, wir machen mal schöne Feuer-Attack. Ach, haben wir noch gar nicht, ne? Wir machen mit Schnabel einfach. Ich finde den Vogel aber ziemlich geil, ey. Besonders, weil ich noch gar nicht wusste, dass er eine zweite Entwicklung hat, ey. Rankenhieb kann das Ding. Aber das Ding ist kein Pflanzen-Pokémon, ey. Da muss man drauf aufpassen. Das ist wirklich nur Typ Fee. Ich wusste es selber auch nicht. Aber es soll wirklich nur Typ Fee sein. Wir haben es ja gefangen, ne? Deswegen, ich sollte es eigentlich wissen. So, Roller Skate Action und hey, was geht? Doppelkampf, Pedo und Tochter. Machen wir sie kaputt, würde ich sagen. Und ich soll auch nicht alles vorlesen, habt ihr gesagt. Deswegen werde ich es auch nicht machen. Was denn, ey? Künstlerfamilie Leonardo. Leonardo! Alter! Ist das geil! Leonardo, Alter. Das haben sie gut gemacht, ey. Ohne Witz, ey. Super Idee, Game Freak, ey. Geil. Wie machen wir Rankenhieb, weil das Step bekommen, weil wir auch im Notdünger-Modus sind. Das heißt, über die gelbe KP-Leiste macht Rankenhieb auf jeden Fall mehr Schaden. Das sollte auf jeden Fall töten. Jawohl, nice. Farbigel ist down. Leonardo, Alter. Wie geil ist das denn? Finde es denn... Oh, ne, das geht auf Matt. Ne, doch nicht. Okay, da habe ich falsch anvisiert. Falsch anvisiert habe ich doch. Findet ihr das denn gut, dass ich längere Parts mache? Oder sagt ihr, ne, Alter, Zero, du kannst auch ruhig kürzere Parts machen, so 15 Minuten. Oder meint ihr dann, ne, Alter, das schaffst du überhaupt nichts, ey. Du hast ja jetzt... Was hast du jetzt gemacht, Alter? Du hast die Pokémon-Pension gesehen, hast 2 Kämpfe gemacht, das war's. Dann wäre der Part auch schon vorbei. Und dann sagt ich mir, ne, einfach. Einfach nö. Nö, das geht auch so klar, meiner Ansicht nach. Wenn ich so 20, 25 Minuten Parts mache, deswegen seid ihr glücklich, hoffentlich. Leonardo, Alter. Das war eben ein echtes Meisterwerk, Nardo. Der Kampf war, werde ich nie vergessen. Warum kriegt ihr so wenig Geld? Ihr seid Künstler, ihr müsst mir mega viel Geld geben dann. Ach, Manu, was haben wir hier denn? Hier ist wieder Tomato. Na, Zero, wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren von Pokémon-Trainern ist? Man nennt ihn Kampfschloss. Wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Arenaleiter in Kalos-Region zu besiegen. Okay, kann ich da auch reingehen? Tatsächlich, was ist denn das Kampfschloss? Kampfschloss. Ach, hier ist Viola, oder wer ist das? Ja, es ist Viola, die erste Arenaleiterin.
Oh, hallo Zero. Darf ich fragen, wie dein Adelstitel lautet? Wie bitte? Du hast gar keinen? Jemand, der so stark wie du bist, verdient meiner Meinung nach einen Adelstitel. Ich erkläre dir am besten erstmal, was mit dem Adelstitel auf sich hat. Nur eine Handvoller Trainer, die hier im Kampfschluss ihre Stärke unter Beweis gestellt haben, bekommen einen Titel verliehen. Viola, wer ist hier dieser junge Herr? Oh, er ist ja im Besitz eines Krabbelhorns, wie es aussieht. Hast du sein Talent als Trainer anerkannt? Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Valdor Oise. Was für ein Vogel. Wie heißt du? Zero. Ganz toller, einfacher Name, nicht französisch. Ich verbürge mich für Zero? Was ist das denn? Kannst du ihm einen Adelstitel verleihen? Es ist ein sehr starker Trainer und wird dem Kampfschluss bestimmt alle Ehre machen. Oh, so ist es also. Na schön, wenn du für Zero bürgst, ist das völlig ausreichend für mich, Viola. Außerdem, auch ich spüre ein außergewöhnliches Potenzial in ihm. Zero, hiermit verleihe ich dir, oder sagen wir besser, euch, den Titel Baron. Zero hat den Adelstitel Baron verliehen bekommen. Hört, meine Freunde. Trainer mit den Adelstitel können andere Trainer mit den Adelstitel im Schloss herausfordern. Baroninnen und Baronen sind die niedrigsten Ränge, aber durch wiederholte Siege gegen andere Trainer könnt ihr eine Rangerhöhung Titel erwerben. Genau, dies führt dazu. Auf jeden Fall ist das eine Trainerschule, wir haben hier Titel bekommen und bla bla bla. Ja, hi. Fragen an euch, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Liegt an euch, schreibt es in die Kommis, ich werde es dann machen oder eben auch nicht. Deswegen werde ich jetzt nicht sofort machen, aber hey, mal gucken, ne? Oh, guckt mal, oh, Glutex läuft gerade auf meinem. Läuft hier gerade voll rum, ey, das ist voll süß, ey. Voll süß, ey. Ich finde das Pokémon irgendwie voll cool, man sieht unten immer ganz genau, wie das passt, das Pokémon macht, so. Hey, hier ist ein Bild, aber ich kann nicht draufklicken. Okay, geht auf jeden Fall ab. Ja, wenn. Was bist du denn jetzt hier für eine? Ach so! Hier sind immer wieder andere Trainer drin, die ich herausfordern kann. Okay, dann werden wir es machen. Oh, die sieht geil aus. Baronin. was sehe? Mit Hopsprost, geil. Der hat so Propellerkopf jetzt. Beziehungsweise, seht ihr das? Da sieht man auch mal die Animation von Pokémon. Das finde ich einfach so genial, ey. Weil Hopsprost hat sich im Anime irgendwie nie so richtig. Doch, da hat sich, glaube ich, da auch so gedreht oben, ey. Und das hat man nie wirklich gesehen. Ich habe gedacht, die werden feststehen. Aber nee, die drehen sich, ey. Das ist geil. Und das war es auch schon geil. Aber Sieg hängt über. Wie die Sterne am Himmel zählt. Oh, sorry, ich bin gerade wieder gegen den Thron gekommen. Es kann sein, dass er jetzt lauter leiser ist. Ich hoffe, ich habe wieder einigermaßen angepasst. Kämpft weiter so tapfer und die Sterne gehören euch. Okay, noch gegen dich hier. Wenn es darum geht, meine Ziele zu erreichen, spielt Geld keine Rolle für mich. Um dieses tolle Pokémon zu bekommen, musste ich ebenfalls tief in die Tasche greifen. Ist bei mir genauso, Leute. Wenn ich irgendwie was mir in den Kopf gesetzt habe. Alter, ist das ein schönes Ding, Alter. Baron Serene. Oh, Serene. Das ist. Oh, das ist auch neu, ne? Das ist dieses komische Krabben-Pokémon, ey. Ein Hummer ist das. Oh, oui, oui. Lass mal Hummer essen, le Franzose. Was kann ein Nassmacher? Kann auch Krabhammer? Ich glaube schon, Krabhammer ist ja so eine Krebsattacke. Und ja, ich glaube, kann er bestimmt, ey. Erskar guckt voll grimmig. Er ist, finde ich, voll doof. Erskar, sei so böse. Aquaknarre. Alter, das ist voller Laser-Aquaknarre, so. Ich glaube, ich werde bis zum übernächsten Part, also ich werde jetzt noch 2-3 Parts aufnehmen und danach werde ich mal eine kleine Pause machen, muss ich rendern und alles und dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht neue Teammitglieder ziehen, auf unserer Box oder sowas oder vielleicht auf Route. Das kann dann sein, dass ihr auch so Pokémon werdet, also ist, dass ich ein cooles Pokémon sehe und sage, hey, das nehme ich ins Team. Deswegen, aber ich glaube, das lasse ich doch lieber dann, weil das ist irgendwie cooler, wenn ich dann so meine Meinung zum Abonnenten und sowas sage. Ich glaube, das ist cooler für euch dann auch, ne? 200 Erfahrungspunkte und damit ist der Typ besiegt. Wie ist es möglich, wo ich doch mein ganzes Geld ins Training meines Pokémons gesteckt habe? Was ich sagen wollte, Geld spielt bei mir auch keine Rolle. Egal, ob es Essen ist, egal, ob es Equipment ist fürs Let's Playen, ich kenne da echt gar nichts. Wenn ich was haben will, dann habe ich es, dann hole ich es mir auch. Ist einfach so. Hier ist nochmal ein Leonardo. Hier ist Serena, hi! Endlich sind wieder alle vereint, ey. Obwohl, nee, da fehlt noch Sana. Sana ist weg. Aber bitte mit Sana. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gerne mit euch allen zusammenkämpfen. Mal sehen, wie machen wir das denn am besten. Turner und Trovato kämpfen zusammen gegen Monsieur Zero und mich. Klar. Finde ich auch viel besser, ob wir die beiden platt machen. Wir sind eh die Geileren. Geilerin. Die beiden Protagonisten gegen die beiden Pokémon-Trainer. Und gegen unsere Kumpel, sagen wir, das klingt cooler. Drei Pokémon haben die. Pikachu und Krebskorb. Krebskorb hat ja der gute Tirno und Trovato hat wohl ein Pikachu. Ist ja sweet, ey. Wir haben da Tiri und die Weiterentwicklung. Und es hat gerade ein bisschen gelaggt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil hier vier Pokémon draußen sind. Kann nicht sein, dass mein PC voll ist. Ich hoffe nicht.
Ihr Schnabel, jetzt kommt mein Schnabel, der schon deutlich mehr Schaden macht. Dönerschock. Nein, ich mag keinen Knoblauch. Obwohl, Knoblauch ist geil. Ich liebe Knoblauch. Klammer. Ja, genau, immer auf der Tiri rauf, ey. Der heult gleich. Das leckt echt so ein bisschen, ne? Immer Ruckzuckieb. Ich glaube, Ruckzuckieb macht sogar mehr Schaden, wenn, oder? Ne, eigentlich nicht, ne? Ist ja kein Step mehr, stimmt, ey. Step heißt Sandtype Attack Bonus. Und stärkt eine Attacke, beziehungsweise stärkt immer die Attacken, die vom selben Typ sind. Greif mich nicht an. Gut, der Tiri ist tot. Ich bin auch nächstens noch tot. Nein, der Tiri! Ich mag der Tiri toll. Was? Die hat schon eine Routena? Geil! Routena ist die Weiterentwicklungsform von Pfingst, ist so eine kleine Zauberin. Seht ihr, die hat sogar so einen kleinen Hexenstab in sich drinne im Schwanz. Die kannst du rausziehen, dann kannst du Feuertanken einsetzen. Das ist ein richtig geiles Pokémon, ey. Allgemein, die Starter gefallen mir so sehr in dieser Edition, das glaubt ihr gar nicht. Da seht ihr es? Bams! So ein richtiger Feuerlaser hat sie da in ihrem Stab. So eine richtige Hexe ist das. Deswegen, das niedliche Pfingst steht am Ende auf zwei Beine. Ist voll putzig. Voll putzig! Mach, nee, ich muss jetzt Ruckzucki machen, weil Schnabel ist nicht so effektiv. Machen wir Ruckzucki. Ja, macht auch guten Schaden, deswegen. Statik. Ah, verdammt, Paralyse. Egal, wir machen jetzt hier nochmal Nein! Ich hasse Knoblauch. Egal, wir haben leider ins Gras gebissen. Und Glut. Burn! Stirb nicht. Ich will noch Erfahrungspunkte abschnorren. Und zwar setzen wir D zum 4 zum... Ich wollte so D-A-R-K-I sagen, aber es passt ja auch nicht, weil im Y geschrieben wird. Und eine 4 einen Namen hat. Dragon Boot! Blah. Ich finde das mit den Kanto-Startern ehrlich voll geil, ey. Weil das macht so, das macht den alten Flair so wieder her mit zwei Startern. Das ist auch mal was Neues, was gewagt ist, was gut ankam, meiner Ansicht nach, in dieser Edition. Flabebe. Oh, das hat eine orange Blume. Oh, wie sweet. Nein, Drachenattacken machen ja gar keinen Schaden. Stimmt, die haben keine Wirkung auf Fee. Das ist ja so. Scheiße, hab ich ganz vergessen, ey. Ist ja neu, deswegen. Fee sind ziemlich overpowered. Drachenattacken haben keine Wirkung mehr, leider. Deswegen müssen wir aufpassen. Vielleicht nehmen wir noch... Ich werde auf jeden Fall einen Pokémon-Typ Fee noch ins Team nehmen. Welches weiß ich noch nicht. Aber es gibt bestimmt viele, die wir ins Team nehmen können. Von daher ganz ruhig und gechillt rangehen, Leute. So, beide Glut und Glut, der Starter-Pokémon, knockt Flabébé aus. Sehr schön, ey. Level 19 für Darky. Jawohl. Was für die Werte? Plus 2 Spezialangriff, so muss das sein. Erstmal, ich sag mal, wenn er Megaform später hat... Und die heulen vorum, ey. Alle Achtung, ihr seid. Was, na egal. Pff, ich habe jetzt auch keinen Bock, alles vorzulesen. 3000 gewonnen, ey. Wir teilen wir das. Das teilen wir ganz süß so durch 1500, 1500. Schon interessant, wie unterschiedlich der Kampfstil der einzelnen Trainer sind. Nun, ja, ich schätze, als nächstes gehen wir dann wohl nach, Petrophia. Okay, gehen wir mal. Foto! Will ich machen! Ich will ein Foto! Ich finde das mit den Fotos voll geil. Diesmal ist es ein etwas dunkelhäutiger. Häutiger, genau. So, wieder Cheese, little Lächeln. So quer, das ist doch fresh. Oder? Moment, ich mach ein bisschen näher. Ein bisschen optischen Zoom ran. Nee, das schockt nicht. Man sollte schon das Pokémon-Schloss sehen. So. So, quer ist cooler. Yeah, gerade zu den Füßen geguckt. Ist chillig, gerade mit der neuen Mütze ist das cool. Und die Fotos werden auf dem 3DS gespeichert, das ist cool. Ist gut geworden. Trinkgeld. Nein! Auch recht. Ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Kein Ding von King. Wir setzen uns hier ganz gechillt auf der Parkwand hin. Und ey, das ist auch geil, ein Schloss. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail. Cool, ist cool, gute Idee, dass ich mich auch hingesetzt habe hier. Chillig. Gut, dann machen wir noch kurz weiter und gucken noch mal ganz kurz, was es hier sonst noch so gibt. Was haben wir hier oben denn? Zerschneider haben wir noch gar nicht eingesetzt, ne? Das zeige ich euch auch mal, weil das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Das will ich auch ganz gerne eigentlich sehen. VM Zerschneider. Ach so, stimmt, das können nicht viele lernen. Hm. Ich lerne es mal Madball, weil Mad wird auf jeden Fall im Team bleiben, weil Starter und so. Und es hat 50 Stärke, von daher gar nicht mal so schlecht. Und mache ich, glaube ich, Texo Kratzer weg. Hat er gar nicht, ne? Ich mach mal Egelsam weg, weil das benutze ich sonst nur Competitive und sowas, aber hier brauche ich nicht Competitive denken. Ist ja ein ganz normaler Durchrun nur. Von daher brauche ich es überhaupt nicht. Okay, holz mal weg hier den Baum. Gefährliche Dornen versperren dir den Weg. Wenn du durchgehst, bist du ganz voller Pusteln und voller Stichen. Zerschneider. Yeah, fresh. Geil, was haben wir hier? Irgendwas Geheimes? Item, oder? Ja, bestimmt. Silberstaub. Okay, was ist das? Gucken wir es mal gleich an. Silberstab! Nein, ich will nicht speichern. Ich habe schon 7 Stunden gespielt, Leute. 7 Stunden! Ey, das ist krass. Aber es macht doch unglaublich Spaß, dieses Spiel.
Was haben wir noch? Ganz viel X-Spezialkacke. Das Item, das ein Pokémon zum Tragen gegeben hat, verstärkt Käferattacken. Okay, gar nicht mal so schlecht. Roller Skates, da haben wir sie. Voll cool. Was haben wir sonst noch? Mega Block. Münzamulett. Kann ich auch mal geben. Gebe ich mal Darky. Darky, der kriegt jetzt so eine chillige Kette, ey. Passt schon. So, und weiter geht's. Können wir hier runterspringen? Nö, leider nicht. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir mal weiter hier. Hier ist eine Höhle. Oder was ist hier? Geolink-Höhle. Zubat-Nest. Hier ist ein Forscher. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter, wenn es heißt Let's Play Pokémon X-Edition. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Zero. Vergesst keinen Kommentar und eine Bewertung dazulassen, das würde mich freuen und das Projekt unendlich unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bleibt fresh und ciao.